Herzlich willkommen zu Female Force. Mein Name ist Tamara Leopoldsberger und ich möchte hier über einen etwas anderen Feminismus sprechen und euch einladen, mit mir auszutauschen und euch mitzuteilen. Die Meinung aller Geschlechter ist hier erwünscht. Mein Podcast soll Mut machen, andere Perspektiven aufzeigen und euch ganz deutlich machen, dass es ganz, ganz viele Powerfrauen gibt. Ich freue mich sehr auf dich und dein Feedback. Alle Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen bei Female Force. Heute zu Gast ist Ninwe Ermagan. Unser Thema ist der Jungfrauenwahn in orientalisch geprägten Kulturkreisen. Ninwe ist am 18.09.1998 in Seligenstadt geboren. Sie ist die Tochter assyrischer Christen aus der Türkei. Ninwe studiert Geschichte und Politikwissenschaft an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Sie beschäftigt sich als freie Autorin mit den Themen Christenverfolgung, türkischem Rechtsextremismus, Islamismus und mit der Rolle der Frau in patriarchalisch geprägten Kulturkreisen. Sie ist Gastautorin bei der Welt, beim Spiegel und Cicero und hat bei ZDF heute als Werkstudentin gearbeitet. Ninwe, herzlich willkommen. Ja, danke dir, meine Liebe, für die Einladung. Ich freue mich. Sehr gerne. Es ist mir eine Ehre. Und warum das mir genau eine Ehre ist, das werde ich später im Interview erklären. Aber ich freue mich wirklich außerordentlich und heute nehmen wir uns ganz viel Zeit. Denn du hast im August diesen Jahres einen Artikel veröffentlicht im Spiegel mit dem Titel »Ich will ein Ende des Jungfrauenwahns«. Darin hast du sehr schön die Doppelmoral aufgezeigt und erklärt, warum Sexualität so eine übermächtige Rolle in unseren Kulturkreisen spielt. Es geht nur um Macht und nicht etwa um religiöse Vorgaben. Macht über Frauen und deren Körper und um Frauen als Projektionsfläche für die Lust der Männer. Ihre Triebe und ihr Verlangen soll befriedigt werden, das der Frau im Gegenzug unterdrückt. Das hat nicht nur positives Feedback gegeben, sondern auch eine Reihe von kritischen Äußerungen, die dir zu verstehen geben wollten, dass du die Religion und Kultur beschmutzt. Besonders von Frauen hast du hasserfüllte Kommentare erhalten. Ich glaube, dass darin auch das Problem liegt, dass die Frauen das Ganze mitmachen und unterstützen. Wäre das nicht so, würde das ganze Konstrukt schnell zusammenfallen. Was denkst du darüber? Ja, erstmal vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich glaube, das habe ich ja auch beschrieben, Frauen werden immer dazu gezwungen, Unschuldsengel zu spielen. Also wir Frauen werden dazu verleitet, dass wir uns gegenseitig anlügen. Ja, wir sind noch Jungfrauen, wir haben noch keine Erfahrungen mit Jungs. Wir haben auch gar kein Interesse an Jungs. Wir wollen eher mit unserer Familie sein, zurückgezogen leben und diese tugendhafte Frau repräsentieren, die man ja auch an sich von uns erwartet. Und ich glaube auch, dass die Frauen damit anfangen müssen, sich von diesem Patriarchat zu emanzipieren, zu zeigen, hey, wir wollen ein freies und selbstbestimmtes Leben führen. Und das ärgert natürlich erstmal die Familien, das ärgert auch die Männer, ja, weil die haben Angst, dieses Machtgefälle zu verlieren, also ihre Position zu verlieren. Und deswegen finde ich es auch sehr enttäuschend, dass viele Kommentare damals von seitens der Frauen gekommen sind, aber nicht, weil sie mich, glaube ich, dafür verurteilen, sondern weil sie verletzt sind, dass ihm jemand diesen Spiegel vorhält, zu zeigen, hey, es geht auch anders, es ist nicht okay, wir werden unterdrückt. Vielen ist es auch gar nicht bewusst, dass sie unterdrückt werden, weil sie damit klarkommen mit diesem konservativen Bild. Sie kommen auch damit klar, nicht frei und selbstbestimmt zu leben, sondern in dieser Gemeinschaft aufzuwachsen, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, diese Konventionen zu befolgen, und sie hinterfragen das nicht. Und auch das Thema Sexualität, damit haben sie sich nie auseinandergesetzt. Sie leben das nicht aus. Vielleicht haben sie mal mit dem Gedanken gespielt, einen Freund zu haben, aber das wird als etwas Sündhaftes deklariert. Und deshalb finden sich auch viele damit ab. Und dann komme ich, halte ihnen diese Doppelmoral vor und sie sind erstmal verletzt. Und dann müssen sie mich auch öffentlich beleidigen, um eben zu demonstrieren, hey, wir suchen noch einen konservativen Mann und seht her, wir denken gar nicht so. Wir sind nicht wie sie. Genau. Genau, exakt so ist das auch und so habe ich das auch bisher empfunden und erfahren. Es ist sehr schwierig, mit
Themen ja, selbstreflektierend umzugehen und das zu erkennen, was da eigentlich los ist. Und es ist ja irgendwo auch bequem, sich dem hinzugeben. Es ist ja ein Lebensmodell, zu sagen, ich heirate mit 18 und werde dann versorgt, weil der Mann ist dann der Versorger, dann kriege ich Kinder, bin Hausfrau, Mutter, ist alles völlig legitim, wenn man das so will. Aber nicht, wenn man dann irgendwann mit 30, 35 aufwacht und sagt, ups, was ist denn jetzt passiert und was wurde bisher, was war in meinem Leben? Also dieses große Erwachen, was dann später irgendwann kommt, ne? Ich finde das auch total interessant, deine Entwicklung, weil mir erging es ähnlich. Das ist total faszinierend, wie du jetzt anders agiert hast. Und ich habe auch in sehr jungen Jahren, war ich genauso wie du. Du schreibst, dass du deine Entwicklung durchgemacht hast, indem du LGBTQT unfreundlich warst sozusagen. Du hast das ein bisschen verurteilt. Du warst klar gegen Abtreibung. Du zogst sogar selber über Frauen her, die ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe verloren haben. Genauso wie ich. All das habe ich auch gemacht. Erst aber, als du im Irak sexuell belästigt wurdest, kam es zu einem Umdenken. Das ist schon ein krasser Wandel. Was ging denn damals in dir vor? Ja, das war erstmal ein sehr langer Prozess natürlich. Also wie gesagt, ich war damals sehr, sehr konservativ. Ich bin halt so erzogen worden. Ich kannte das nicht anders und ich war damals auch sehr gläubig. Also ich komme aus dem orthodoxen Christentum und mir war das auch alles sehr wichtig. Und mir wurde auch vermittelt, dass das etwas Sündhaftes ist, wenn man vor der Ehe Sex hat oder wenn man mehrere Partner hat und mehrere Beziehungen führt. Auch das ist alles nicht in Ordnung und habe natürlich auch diese westliche, offene Gesellschaft verurteilt. Ja, erstmal Homosexualität, das darf man nicht. Ja, das ist etwas, was nicht von Gott gegeben ist. Das kommt vom Teufel. Also so wurde mir das eingetrichtert. Ja. Dann Abtreibungen, da tötet man Kinder. Frauen dürfen nicht selbstbestimmt über ihren Körper frei verfügen, bestimmen. Ja. Und dann natürlich das Thema Sexualität. Da war ich auch wie alle anderen Frauen. Ich wollte mich abgrenzen und zeigen, hey, ich bin eine ganz gute Frau. Ich habe natürlich noch nie Erfahrungen mit Jungs gehabt. Ich habe daran auch gar kein Interesse. Und die ganzen bösen deutschen Frauen, die total leichtfertig mit ihrer Jungfräulichkeit umgehen, das habe ich damals nie verstanden. Und auch meine ganzen assyrischen Freundinnen, wir waren uns da einig, ja, dass das einfach nicht geht. Und irgendwann habe ich mich halt davon distanziert. Ich habe darüber nachgedacht. Ich bin in den Irak damals gereist und da hat mich so ein Mann halt dumm angemacht, ja, auch belästigt. Und da habe ich halt gemerkt, okay, diese Unterdrückung und der Verteufelung der weiblichen Sexualität führt wirklich dazu, dass Männer im Nahen Osten sich dem IS anschließen, islamistischen Gruppierungen anschließen, um eben diesen Zugang zu Frauen zu erhalten. Und das hat mich sehr verstört, weil ich gemerkt habe, okay, das Thema Sex ist wirklich wichtig. Das Thema frei und selbstbestimmt leben, über den eigenen Körper zu bestimmen, ist wichtig. Das kann doch nicht von Gott gewollt sein, dass wir, dass sich unsere Leute radikalisieren, ja, dass es immer noch keinen Frieden in den nahöstlichen Gesellschaften gibt, auch hier heutzutage, also dass Frauen stümperhafte Schwangerschaftsabbrüche vollziehen, Hymenrekonstruktion, auf das wir ja später nochmal eingehen, weil wir einfach nicht frei und selbstbestimmt leben können. Habe ich angefangen, das zu hinterfragen. Dann ist mir auch aufgefallen, wie viel Gewalt und wie viel Sexismus wir Frauen erleben, also wir junge Migrantinnen. Dann ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel, was meiner Mutter passiert ist. Zum Beispiel kann ich das auch ganz kurz erläutern. Meine Mutter wollte damals auch nicht heiraten und hat sich dem so ein bisschen hingegeben, ist in eine Familie, also in ein Haus gezogen, wo die ganzen Geschwister von meinem Vater gelebt haben. Es waren insgesamt 15 Leute mit den Eltern und wir sind da alle aufgewachsen in einem Zimmer. Man hatte keine Privatsphäre. Meine Mutter wurde immer verurteilt, ja, sie kann ja nicht gut kochen, sie ist keine gute Hausfrau. Und dann hat sie wirklich krank gemacht, weil sie sich geschämt hat, dort aufzuwachsen, und ist wirklich psychisch
krank geworden, man hat ihr auch nicht geholfen, weil wenn eine Frau psychisch krank wird und nicht funktioniert, dann sagt man immer, okay, die Verrückte, ja, die ist ja nicht normal. Bei dem Mann sieht es anders aus, dem würde man helfen. Aber wenn eine Frau nicht funktioniert, dann wird sie verurteilt. Und vor allem von meinen Tanten, also von den Geschwistern von meinem Vater, von den weiblichen Mitgliedern wurde sie zerrissen, weil sie sich auch abheben wollen und zeigen, hey, die funktioniert nicht, wie kann sie denn nicht gut kochen? Wir können viel besser kochen, wir können viel besser putzen. Das kennst du wahrscheinlich auch, ja? Ja. Dass man sich so aufwerten möchte. Ja. Die Frau ist psychisch krank geworden. Sie ist, sie ist dann irgendwann über die Straße gelaufen, so verwirrt, wie sie war, und wurde angefahren. Und dass Frauen in meinem Umfeld also oft psychische Probleme haben, Depressionen, Angstzustände, Suizidgedanken, führt also wirklich, das rührt daher, dass wir nicht frei und selbstbestimmt leben können. Und es gibt nicht viele Studien dazu, aber eine Studie, die ich auch immer wieder aufgreife, weil sie mich sehr berührt, ist die Studie der Berliner Charité aus dem Jahr 2010. Schon da hat man gesehen, dass Frauen mit türkischem Migrationshintergrund doppelt so häufig Selbstmord begehen wie ihre gleichaltrigen deutschen Mitschülerinnen. Und das hängt auch mit diesen unterschiedlichen Wertvorstellungen und mit den Verboten, die man diesen Frauen auferlegt, zusammen. Genau. Ja, exakt. Das hast du jetzt wieder sehr schön umrissen. Es ist diese Identitätsfindung, die eigentlich jeder Mensch im Leben durchmacht in der Adoleszenz. Und in den Kulturkreisen nochmal zurückzukommen, sind jetzt zwei Punkte, die ich nochmal diskutieren möchte. Warum diese Männer sich der IS anschließen, um quasi legitim Sexualität zu erfahren, weil es da eben keine anderen Frauen gibt, mit denen sie Sexualität erfahren können. Oder es geht in Richtung Homosexualität. Das gibt es ja auch ganz viel in orientalisch geprägten Ländern, dass es heimlich geschieht. Einfach, weil dieser Trieb so dominant ist, der ist da und der will bedient werden. Ja? Und dann kommen solche, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen Perversionen, die eigentlich normalerweise gar nicht da wären, kommen dann zutage, weil es alles so massiv unterdrückt wird. Und die Männer, die dann hier in der westlichen Welt quasi als Flüchtlinge oder wie auch immer auftauchen und diese Freiheit hier erkennen, können damit manchmal gar nicht umgehen und denken dann auch, dass jede Frau, die denen in die Augen schaut, das ist schon ein Signal, ja, ich will mit dir ins Bett. Also weil sie es einfach so nicht erfahren haben, erlebt haben, nicht aufgeklärt sind. Ne? Und das, was du jetzt gerade erläutert hast, dass diese Frau degradiert wird, tatsächlich in, oh, ist sie eine gute Köchin, kann sie gut putzen, wie bedient sie uns, kann sie gut Tee servieren, hat sie immer die Augen nach unten und schaut uns nicht an. Und dieses Kokettieren, dieses gewisse Gebaren, worauf geachtet, wie eine Frau sich zu verhalten hat. Und der Mann ist natürlich super gut und toll, je machohafter und je alphatiermäßiger er auftritt in unseren Gesellschaften. Und das ist eigentlich die völlige Narrenfreiheit gegenübergestellt einer totalen Unterdrückung. Und einigen Frauen fällt das auf, anderen fällt es nicht auf. Sie wissen aber gar nicht, warum sie unglücklich sind. Die kommen damit gar nicht klar, weil irgendwie in ihrer Umwelt es wird das nicht thematisiert. Weil wie du schon so schön gesagt hast, die Frauen unter sich ja auch so brutal miteinander umgehen, ne? Also das finde ich auch sehr bezeichnend. Viele junge Paare heiraten ja auch ganz früh, um legal Sexualität miteinander zu erleben. Und es geht ja leider oft nicht gut, weil sie erst nach der Hochzeit erkennen, oh, wir passen leider gar nicht zusammen, schade. Und dann hängt man da. Und Scheidung ist sehr, sehr schwierig in unseren Kreisen. Und entweder man lebt dann einfach so damit, dahin sozusagen, oder man lässt sich scheiden und ist geächtet, gesellschaftlich geächtet. Das ist auch. Ja, man ist gescheitert, man hat so einen Stempel. Du bist abstigmatisiert, genau. Man ist gescheitert, man hat es nicht geschafft, weil es gibt eigentlich keinen Grund bei uns, sich scheiden zu lassen. Es sei denn, der Mann trinkt. Der Mann spielt, ist ein Spieler, ja. Und wenn ein Mann fremd geht, ja, damit muss man umgehen. Das ist normal. Männer sind halt. Du hast was falsch gemacht, weil wenn er dir fremd geht. Ja, natürlich. Du hast ihn nicht richtig bedient. Du hast ihn nicht befriedigt, ne? Also dann bist du wieder die blöde Kuh. So nach dem Motto. Den Frauen wird eigentlich von klein auf, das schreibst du ja auch in deinem Artikel,
natürlicher Umgang mit Sexualität kategorisch verwehrt, während Männer Narrenfreiheit haben. Also Mädchen dürfen nicht mal im Traum daran denken, mit dem anderen Geschlecht auch nur eine asexuelle Freundschaft einzugehen, ja? Schon im Kindergarten wird das sexualisiert. Wenn irgendwie, keine Ahnung, die Homaira mit dem kleinen Michael spielen wollte, dann wurde das unterbunden, ja? Ab dem frühesten Kindesalter schon und erst von den Eltern und später vom Ehemann. Also man darf als Frau keine Freundschaft zu einem Mann pflegen. Hier greifen zwei Themen ineinander. Einmal die Selbstbestimmung und einmal das der natürlichen Biologie, die völlig verteufelt wird. Wie glaubst du, kann man dem entgegentreten? Also um ehrlich zu sein, diese Frage wird mir oft gestellt und ich glaube, dass wir davon noch sehr weit entfernt sind, dass unsere Communities einen natürlichen und gesunden Umgang zu der Sexualität entwickeln, weil viele Migranten ihren Kindern immer noch einen sehr mittelalterlich anmutenden Ehrbegriff auferlegen. Und was bedeutet überhaupt Ehre? Also Ehre, wenn wirklich eine Familie ehrhaft ist, das hängt von der Jungfräulichkeit der Tochter ab. Ja, und damit möchte man natürlich den Körper und die Sexualität der Frau kontrollieren. Ja, weil die Frau, damit sichert man ja oder schützt man ja auch die Familie, die Gemeinschaft, die Kultur, die Sippe, weil man darüber die Nachfahren sicherstellt. Ja. Und klar, wir müssen in der Schule ansetzen, wir müssen die Lehrer aufklären, wir müssen auch die Schülerinnen aufklären, dass sie sich bei Problemen an die Pädagogen wenden können, wenn es Probleme gibt beim Thema Klassenfahrt, beim Thema Schwimmunterricht, dass da die Lehrer genauer hinschauen. Oder auch bei dem Thema, wenn es Sommerferien sind, ja, und irgendwelche Schülerinnen verschwinden auf einmal und werden dann in der Türkei oder in anderen Herkunftsländern zwangsverheiratet. Ja. Und ich finde, dass die Lehrer, also oft sind sie, auch wenn Schüler gemobbt werden, wir kennen das alle, die Lehrer, die gucken da nicht genau hin, ja. Ich hatte damals ein Beispiel, das habe ich auch in meinem Artikel aufgegriffen. Es gab immer das Streitpunkte beim Thema Schwimmunterricht, ja. Ich habe mich auch immer lange Zeit geschämt, weil ich schon von klein auf nicht so ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper entwickelt habe. Ich wusste nicht, kann ich mich rasieren? Ich bin irgendwie total viel behaarter als meine Mitschülerinnen. Ich hatte Klassenkameradinnen, die durften sich zum Beispiel gar nicht rasieren, weil sie von zu Hause aus gesagt wurde, das darf man nicht, das ist natürlich und man muss seine Körperhaare behalten, ja. Dieses Trauma habe ich auch. Es ist der Wahnsinn. Wir hatten eine afghanische Klassenkameradin, die hatte wirklich so ein Bart langsam, ja. Und die wurde deswegen auch gemobbt, aber die durfte sich das nicht entfernen lassen. Genau. Dann hatten wir solche Themen. Es ist halt mit Scham behaftet. Man weiß halt nicht, wie man da wirklich helfen kann, weil wenn die Lehrer sagen, hey, das geht nicht, du kannst am Schwimmunterricht teilnehmen, du darfst mit auf Klassenfahrt, dann kann das auch Konsequenzen für die Tochter haben. Weil zum Beispiel nehmen wir mal an, das habe ich ja selbst erlebt. Damals hat eine Lehrerin wirklich die ganze Zeit den Vater überredet, hey, sie darf doch hier übernachten. Er wollte sie gerade abholen von dem Ausflug. Wir hatten da einen Tag übernachtet, in irgendeiner Jugendherberge. Und er wollte halt nicht, dass sie dort übernachtet, ist ja klar. Und dann hat meine Lehrerin auf ihn eingeredet, bitte, und es passiert nichts und wir passen auf. Und irgendwann musste er halt nachgeben. Genau. Und ich dachte, okay, der hat das akzeptiert. Und Wochen später hat mir dann irgendwann meine Klassenkameradin erzählt, sie war Pakistanerin, mein Vater hat mich danach so heftigst verprügelt, ja. Sie hat sich natürlich dafür geschämt. Die Lehrerin konnte das auch nicht wissen. Aber ich glaube, dass man irgendwie versucht, erstmal diese Lehrkräfte für diese Themen zu sensibilisieren, ja, weil das hat natürlich auch Folgen für die Tochter. Es ist nicht einfach, wenn man so jung ist, auszubrechen. Ja, man kann nicht direkt in eine Jugendherberge oder in eine Jugendunterkunft flüchten und sagen, hey, meine Eltern behandeln mich schlecht. Oftmals werden diese Probleme auch nicht ernst genommen, ja, weil es sind ja Mutter und Vater. Was können sie einem schon tun? Ja, auch diese Probleme versteht man nicht.
Und dann ist natürlich das Problem, dass man Sozialarbeiter auch, also Mutter und Vater generell nicht durch zwei Sozialarbeiter von klein auf ersetzen kann. Man liebt ja seine Familie auch. Und deswegen ist es da ganz schwierig. Klar, Aufklärung, Begegnungen schaffen, das würde helfen. Aber bei vielen Dingen, wenn wir diese Töchter aufklären und sagen, hey, ihr dürft frei und selbstbestimmt leben, das ist nicht sündhaftes, wir helfen euch dabei, auszubrechen aus diesen patriarchalen Kulturkreisen. Es hat halt oft Konsequenzen für die Tochter. Man fühlt sich auch oft einsam. Ich kenne das ja selber natürlich, weil ich habe mich ja auch von meiner Familie väterlicherseits distanziert. Und es gibt Tage, es ist natürlich, es gibt so eine Leere. Es fühlt sich oft einsam. Man hat auch, ja, das kann sich auch ganz schnell zu Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen auswirken. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Ja, genau. Es ist ein Dilemma. Es ist wirklich eine Gratwanderung. Du hast jetzt die Lehrer mit reingebracht. Es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt überlege, vor über 20 Jahren, als ich noch in die Schule gegangen bin, war die Situation eine ganz andere. Heute sind die Lehrer viel aufgeklärter. Die haben eine interkulturelle Kompetenz und die sehen dieses Dilemma sehr deutlich, dass Intervention und Nicht-Intervention, was hat es für Konsequenzen, wie du jetzt gerade auch schon erklärt hast, ne? Es ist sehr schwierig und ich glaube, die haben jetzt auch erkannt, dass sie diejenigen, die abgeholt werden wollen, abholen und diejenigen, die noch nicht so weit sind, einfach laufen lassen. Wie du jetzt gesagt hast, einige Mädchen, die wollen das, die sind stolz drauf, in den Sommerferien verheiratet zu werden. Das ist so deren Werdegang. Die brauchen manchmal ein bisschen länger oder geben das vielleicht nicht zu, aber solange dieser Zugang, dieses offene Fenster nicht da ist, dieser, ne, erreicht man die auch nicht. Da hat man einfach nicht die Möglichkeit, ihnen zu helfen. Und dann später, wenn einige dann auch zum Beispiel sich die Freiheit nehmen, wir hatten das Thema Rekonstruktion des Hymens, ne? Das wird auch oft in Anspruch genommen, viel öfter als man denkt, ne? Aber mit dieser Lüge zu leben, das muss man auch erstmal schaffen. Dass das überhaupt notwendig ist, das finde ich immer noch so absurd. Wir leben im Jahr 2022, ja? Und die Männer, entschuldige, ich kenne Männer, die haben im dreistelligen Bereich sich die Hörner abgestoßen, ja. Und die Frau darf nicht einmal irgendwie eine Beziehung haben und mal ausprobieren, wie ist das denn eigentlich? Wie fühlt sich das an? Also auf ganz natürliche Art und Weise. Und nicht zu sagen, nein, also man gilt dann ja gleich schon als Schlampe. Man gilt ja auch als Schlampe, wenn man als verheiratete Frau mit anderen Männern normal kommuniziert. Wenn man mit einem Kellner sagt, was können Sie denn heute empfehlen? Und dann kriegt man nachher von dem Mann zu hören, aha, wolltest du mit ihm ins Bett? Wieso hast du denn so intensiv mit ihm geredet? Also Hast du das denn erlebt? So solche in absurde Situationen, ja, natürlich, klar. Oder man steht einfach da, irgendwie Gedanken verloren und liest eine Tafel in einem Burgerladen und hat die Hand in der Hüfte und der Blazer wird nach hinten gedrückt sozusagen. Und dann muss man sich nachher anhören, aha, wolltest du schön deinen Busen zeigen? Also so völlig so Denkweisen und Perspektiven, wo du denkst, warum zum Teufel werde ich nur als Sexualobjekt degradiert? Immer und immer wieder. Genau, aber dazu kann ich dir auch was sagen, und zwar, das zeigt einfach auch die Unsicherheit der Männer. Ja, Weil die absolut. Männer kriegen ja von klein auf alles auf ein Silbertablett serviert, werden zu kleinen Halbgöttern erzogen Ja. und sich wie kleine Prinzen von allen behandelt, gerade von den Müttern, aber auch hier von den Schwestern und von allen eigentlich, von der ganzen Familie. Ja. So, und ich glaube, dass sich dadurch wirklich so eine tiefe Unsicherheit herauskristallisiert und dass die gar nicht so ein großes Selbstwertgefühl aufbauen, entwickeln. Natürlich. Und deswegen kommen die auch oftmals nicht mit einer starken, selbstbestimmten Frau klar. Die wollen dann auch wirklich eine Frau, die sich auch wie so eine, ja, so untergeordnet hingibt, die zurückgezogen lebt, die nicht so rausgeht, feiern geht und so weiter, weil sie das damit nicht klarkommen. Also teilweise hatte ich auch eine Frau,
die mir eine verheiratete Frau, die geschieden ist und mir mal erzählt hat, sie und ihr Mann, weißt du, sie wollte auch immer mit ihm schlafen und es hat sich immer auf ihn losgestürzt und das hat ihm gar nicht gefallen. Also der hat sie dann auch immer beleidigt und hat gesagt, hey, woher hast du das gelernt und woher kannst du das? Und total abwertend, weil ich glaube auch, dass sie Angst haben, wenn Frauen auch mehrere Männer gehabt haben und schon Erfahrungen haben, sie haben eigentlich nur Angst, dass sie versagen. Ich glaube, das hat Ja. sie haben Angst davor, sie haben gar kein Selbstbewusstsein und das hängt damit zusammen, dass sie von allen so bemüttert werden, ja. Und genau, das ist echt das Problem. Und ich habe es immer wieder erlebt, gerade in Shisha-Bars, wo ich mit Freunden diskutiert habe, da kommt immer wieder so eine Aussage wie, keiner will eine Frau, die bereits gefickt wurde. Genau. Und diese Männer haben aber mit so vielen Frauen geschlafen. Ja. Und das zeigt einfach, dass man der Frau ihre offene Sexualität nicht zugesteht. Also für sie ist es egal, sie dürfen alles und die Frauen aber sollen das nicht. Und man spricht ihnen einen natürlichen Umgang zu ihrer Sexualität ab. Ja, absolut, genau. Und das darf ja nicht sein. Also es ist auch vor allen Dingen, was ich sehr wichtig finde, auch in deinem Fall, das zeigt es sehr schön, du bist eine assyrische Christin, du bist keine Muslimin. Und das ist ja schon seit Jahren mein Bestreben, da aufzuklären. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Der Islam ist keine schlechte, radikale Religion. Ich fühle mich sehr und lebe auch sehr muslimisch in meinen Augen und habe ein sehr tolles Gespräch mit Frau Professor Dina El-Omari darüber geschrieben, also über Feminismus nicht geschrieben, sondern gemacht, Feminismus im Islam. Und da geht es eben auch darum, dass es eigentlich ein Vorreiter des Feminismus war. Also viele Aussagen des Propheten und viele Bestrebungen, ja. Und dass das immer mit der Kultur zu tun hat, mit orientalisch geprägten, patriarchalisch geprägten Kulturen. Und das muss sich auch mal ein bisschen verankern in den Köpfen, dass man das auch mal differenziert, ne? Das hat nichts mit der Religion zu tun. Ich bin ja auch genauso wie du sehr streng aufgewachsen und habe an alles festgehalten. Ich habe auch so wie du, als sehr junge Frau erkannt, dass es heuchlerisch zugeht, hatte aber nicht die Kraft, so wie du das jetzt machst, mich aufzulehnen. Und es ist für mich sehr, sehr schön zu sehen, mehr als 20 Jahre später. Ich bin jetzt 45, dass der Wind sich gedreht hat und immer mehr Frauen für ihre Selbstbestimmung kämpfen. Du hast gerade schon ein paar Takte dazu gesagt, aber glaubst du, dass diese Denkweise sich irgendwann als Norm etabliert? Ich glaube erstmal, dass die Leute, die aus dem Nahen und Mittleren Osten hierher kommen, noch einen weiteren Weg vor uns haben, weil sie ja ein ganz anderes, ganz anders aufgewachsen sind. Also, dass Frauen und dass einfach Männer mehr Rechte haben als Frauen und dass Frauen sich auch gesellschaftlich, sozial, politisch nicht akribisch einbringen. Ich glaube, dass diese Leute vielleicht da nochmal einen anderen Weg davor vor sich haben und wahrscheinlich auch viel konservativer sind. Aber die Menschen, die hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, so wie ich, und mit dieser offenen Gesellschaft von klein auf konfrontiert sind, ich glaube, dass wir einfach die Zukunft sind und dass wir uns von diesen patriarchalen Strukturen, Denkmustern immer weiter auflehnen werden. Natürlich gibt es auch Dinge, die traue ich mich nicht mal zu machen. Ich meine, wenn es darum geht, schwanger zu werden vor der Ehe, ja, das würde ich mich jetzt auch nicht trauen. Oder die Partnerwahl wird ja auch noch kontrolliert. Und bei uns ist das ein Tabu oder beziehungsweise wirklich schon sehr mit Scham behaftet. Und die Frauen werden ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, wenn sie mit einem Moslem sich arrangieren oder mit ihm eine Partnerschaft eingehen. Natürlich kann man sagen, Mensch ist Mensch. Aber das sind so Sachen, die ich mich nicht traue, weil ich weiß, die Sanktionen sind sehr, sehr groß. Und genau, ich glaube, dass wir einfach dahingehend noch einen weiten Weg vor uns haben. Und ich wünsche es mir halt, dass sich ein
ich glaube, auch durch meine Artikel habe ich auch ein paar Leute wachgerüttelt. Deswegen, dieser Shitstorm war vor Jahren viel, viel heftiger. Ich glaube, heutzutage traut man sich auch gar nicht, mich so offen anzugreifen, weil man weiß, okay, ich habe eine Followerschaft hinter mir, ich habe auch starke Leute hinter mir. Ich weiß, dass viele hintenrum reden. Nur wie weit das vollzogen wird, ich hoffe, dass das natürlich immer stärker, dass das bald passiert, dass wir auf einem guten Weg sind. Nur um ehrlich zu sein, ist es noch ein weiter Weg. Ich meine, wir haben diese offene, sexfreundliche Gesellschaft auf der einen Seite und diese prüde, konservative Gesellschaft oder diesen Kulturkreis auf der anderen Seite. Und diese Diskrepanz wird immer da sein. Nur wie weit diese Kluft sich vollzieht, das werden wir sehen. Genau. Und was ich vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass dieses Patriarchat, diese patriarchalen Strukturen gab es ja schon vor den Religionen. Nur ich glaube, dass sich dieses Bild durch die Religionen nochmal gefestigt hat. Und ich glaube, dass die Religionen schon auch ein Problem darstellen, weil sie ja auch die Sexualität verteufeln. Also man darf Sexualität nur ausleben innerhalb der Ehe. Da gibt es auch Stellen in der Bibel, die das besagen, und auch im Koran. Und ich glaube, dass sich halt viele darauf immer noch stützen. Ja, es sind ja alte Bücher und viele versuchen das immer noch auf unsere Zeit zu übertragen und hinterfragen das Ganze gar nicht. Und da sehe ich auf jeden Fall ein Problem. Also das Patriarchat und patriarchale Strukturen gab es ja auch schon vor der Zeit der Religion. Nur hat sich dieses Bild durch die Religion nochmal gefestigt. Genau. Ja, nehmen wir. Also wir sind jetzt schon heute etwas über der Zeit und ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast und ich schließe den Kreis. Es ist mir eine Ehre, mit dir heute gesprochen zu haben, weil du die nachfolgende Generation bist und so stark und so kraftvoll und voller Antrieb dieses Frauenbild veränderst, aktiv und mit so viel Mut. Und da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Ich habe den wirklich größten Respekt davor, auch weil ich weiß, dass du dich in die Schusslinie begibst, und wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg. Alles, alles Liebe. Und wir werden das weiterführen. Vielen Dank. Also es war nicht das letzte Gespräch. Es war nämlich viel zu kurz. Ich hätte auch so viel sagen können, aber wir machen noch mal was. Wir machen noch mal was, auf jeden Fall. Also, dann viel Spaß heute noch. Ja, danke dir. Ciao. Ciao. Danke, dass du heute dabei warst. Falls du ein Wunschthema hast oder dich austauschen möchtest, sende mir gerne eine E-Mail. Die Infos findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.